Er wartete, aber es kam keiner. Dann plötzlich begannen die Lichter zu flackern. Ach, die Glühstangen mussten wohl mal wieder ausgetauscht werden. Victor hatte auch das Gefühl, dass es kälter wurde. Seltsame Schatten erschienen an den Wänden. Sie machten Victor ein wenig Angst. Das würde doch nicht Peros Geist sein. Gab es auch Geister in diesem Institut? Zumindest hatte Shirem keine gezeigt. Hoffentlich würde bald jemand kommen und ihn abholen. Wen haben wir denn hier? Eine Stimme, die Victor nicht zuordnen konnte. Nicht nur, dass er die Stimme nicht kannte, sie schien auch von überall und nirgendwoher gleichzeitig zu kommen. Er schaute sich im Gang um, konnte aber abgesehen von diesen Schatten nichts erkennen. Ein verlorenes Lamm? Wie rücksichtsvoll von Shira. Dabei ist es in diesem Institut so gefährlich für unerfahrene Menschen. Was da alles passieren könnte. So langsam wuchs Victors Angst. Hörte sich die Stimme nicht doch ein wenig nach Peru an? Nein! Aber eigentlich sagte sie ja nicht mal etwas Schlimmes. Doch Victor konnte einfach nicht ausmachen, aus welcher Richtung die Stimme kam, wer da mit ihm sprach. Er drückte sich gegen die sich nicht öffnen wollende Aufzugtür. Aber wahrscheinlich war es nur ein Wachmann, der ihn hier wegbringen wollte und sich vorher einen Scherz mit ihm erlaubte. Keine Aufregung, Victor. Keine Aufregung. Wer ist da? Fragte er und versuchte seine Angst in diesem Satz nicht durchklingen zu lassen. Angstschweiß trat ihm auf die Stirn. Niemand. Oder siehst du hier jemanden? Die Argumentation war schlüssig. Die Lichter flackerten heftiger und ein kalter Luftzug kam durch den Gang. Er spürte eine Berührung an seiner Wange. Aber da war niemand. Trotzdem hatte er das Gefühl, als würde ihn jemand streicheln. Pero? Victor hob trotz seines panischen Gesichtsausdrucks fragend eine Augenbraue. Er sah aber niemanden. Bedeutete das, dass niemand da war? Jemand streichelte ihn, obwohl niemand da war. Gab es hier etwa auch noch Gespenster? Gäbe es für die nicht spezielle Zellen, aus denen sie nicht herauskommen können? Trotz seiner Panik wusste er, dass er seine Frage verbessern musste. Was ist hier los? Fragte er und drückte sich dabei weiter an die Aufzugtür, die sich davon aber leider nicht öffnete. Nichts. Eine einfache Antwort, der Victor nicht so recht Glauben schenken konnte. Doch die Stimme redete noch weiter von irgendwo und nirgendwo. Es sei denn, du willst, dass hier etwas los ist. Willst du, dass hier etwas los ist, Victor? Kleinlaut antwortete er. Ich will einfach nur hier raus. Oder, korrigierte er sich hoffnungsvoll. Weißt du vielleicht, wo Morko ist? Morko? Wiederholte die gruselige Stimme, die Victor einfach nicht identifizieren konnte. Oh ja. Morko. Ich fürchte, mein kleiner Freund Morko existiert schon eine Weile nicht mehr. Was? Entgegnete Victor kreidebleich. Was ist passiert? Fragte er ein wenig verzweifelt. Es konnte doch nicht sein, dass so ein riesenhafter, muskelbepackter Mann wie Morko einfach nicht mehr existiert. Oh, nur dies und das. Er ist einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Er hatte enormes Glück. Es hätte so viel schief gehen können. Aber er hat den richtigen Weg gefunden. Welchen Weg denn? Wo ist er? Victor war schon ein wenig entsetzt über diese Aussage des Fremden. Wie kann etwas, was nicht existiert, an einem Ort sein? Dummer, dummer Junge. Was für eine Frage. Aber, und wo bist du eigentlich? Wer bist du? Ach, du beginnst mich zu langweilen.
sagte die Stimme gelangweilt. Fragen, Fragen, immer nur Fragen. Alle haben immer nur Fragen. Wo kommst du her? Was bist du? Warum hast du diese Menschen getötet? Es ist so ermüdend. Victor war bereits seit einiger Zeit kreidebleich, aber wäre dies steigerbar, wäre er nun noch kreidebleicher geworden. Du hast... Hast du? Aber antworte doch einfach auf die Fragen. Dann stelle ich nicht mehr so viele. Dann können wir vielleicht andere Sachen machen. Victor dachte wieder an den Urlaub, an Sonnen am Strand. Andere Sachen? In dem Moment erschien ein seltsames Wesen, das mehr wie ein Schatten seiner selbst als es selbst aussah. Wie der Schatten eines Luchses sah es aus und schmiegte sich an Victors Beine. Doch es fühlte sich an, als wäre es ein Eisblock. Er spürte nicht, wie sich die Feuchtigkeit der Schnauze des Luchses langsam durch den Stoff seiner Hose bewegte. Nein, es fühlte sich an, als würde jemand einen Eisblock direkt gegen sein nacktes Bein pressen. Was für andere Sachen? Das klingt interessant. Obwohl man davon ausgehen konnte, dass das Luchswesen sprach, kam die Stimme noch immer von überall her gleichzeitig. Victor hob sein Bein angewidert hoch. Es fühlte sich so eiskalt an. Eigentlich wollte er gerne beide Beine anheben, aber leider brauchte er mindestens eines zum Stehen. Daher ließ er auch sein erstes Bein wieder hinab. Er musste das Gefühl nun halt hinnehmen. Immerhin trug er keine kurze Hose oder Badehose. Gut, dass Amor ihm diese Institutshose gegeben hatte. Der weiße Stoff filterte dieses unangenehme Gefühl zumindest ein wenig. Eigentlich aber kaum. Zurückhaltend und voller Angst sagte er, bevor ich weiß, was wir gemeinsam unternehmen können, muss ich erstmal wissen, wer du bist. Oder was? So ein Unsinn, erwiderte das Wesen sogleich. Das muss man nicht wissen. Ich weiß schließlich auch nicht, wer du bist, Victor. Oder was du bist, Wassermann. Ich weiß auch nicht, dass du aus Inpisto kommst und eigentlich nur Urlaub machen willst. Oder dass du aussiehst wie ein Prinz und nur deshalb heil hier herausgekommen bist. Auch unter Fremden kann man Spaß haben. Viel Spaß. Hatte ich schon oft. Oh, wie viel Spaß wir schon hatten. Am liebsten wollte Victor nach jedem Satz, in welchem das unbekannte Wesen Details seiner eigenen Identität enthüllte, reagieren. Aber er kam gegen diese Macht einfach nicht an. Fühlte sich plötzlich total nackt. Dieses Wesen wusste schon so viel von ihm. Dabei hatte er noch nie mal seine Lebensgeschichte erzählt. Irgendwie hatte er in Gegenwart des Schattenluchses auch gar keine Lust, diese zu erzählen. Naja, wenn du das sagst, sagte er daher, du hast ja schon gesagt, dass ich eigentlich nur Urlaub machen will. Also, wir könnten an den Strand schwimmen gehen, Cocktails trinken oder so. Du machst Urlaub. Das wusste ich noch gar nicht. Hatte das Wesen dies nicht selber gerade gesagt? Das hier ist aber ein sehr merkwürdiger Ort, um Urlaub zu machen. Plötzlich verschwand der Schattenluchs wieder und Victor spürte, wie die Wärme wieder kam und langsam seine Beine hinaufströmte. Seine Mundwinkel bewegten sich bei diesem angenehmen Gefühl nach oben und er streichelte sein Bein an der Stelle, wo der Luchs es berührt hatte. Magst du meine Schattenwesen etwa nicht? Wie traurig. Doch, der sah süß aus. War nur etwas kalt. Was war das? Schon wieder Fragen, reagierte die allgegenwärtige Stimme genervt. Lass uns doch lieber ein wenig spielen. Es erschienen drei nicht kleine Hunde, die sehr aggressiv aussahen, auch wenn man auch von ihnen nur die Schatten sehen konnte. Schwarze Umrisse, die Victor bedrohlich anknurrten. »Wie wäre es mit Fangen?«, fragte die Stimme. »Du?« Doch die Stimme sprach plötzlich nicht weiter und die gefährlichen Hunde verschwanden sogleich wieder. In dem Moment kam ein Wachmann in den Raum. »Ich soll sie nach oben bringen.« Victor war verwirrt.
Plötzlich hörte er eine Stimme, die er einem Körper zuschreiben konnte. Das war plötzlich wieder normal. Die nicht ganz so normale Stimme war verschwunden. Eigentlich schade, immerhin wollte sie gerade fangen mit dem Spiel. Der Wachmann sprach nichts auf dem weiten Weg. Er öffnete den Aufzug und stand starr in der Kabine, während der Aufzug sich nach oben bewegte. Als sich die Aufzugstür dann öffnete, deutete er durch die Eingangshalle Richtung Eingangstür und sagte, »Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.« »Ja, aber...« sagte Victor sicher. »Das war's? Jetzt gehe ich einfach? Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll.« »Sie hatten einen ungeplanten dreitägigen Aufenthalt hier. Wenn Sie nun nichts nachzuholen haben, was Sie in dem Zeitraum hier vorhatten, tun Sie mir echt leid.« »Drei Tage?« Victor war geschockt. Das Date mit Miriam konnte er definitiv vergessen. »Aber da war doch noch ein wichtiger Termin. Richard wollte mich in 3 Tagen treffen. Ich muss ihm die Glaskugeln bringen. Moment mal, wo sind meine Glaskugeln? Ich hatte eine Plastiktüte, als ich abgeholt wurde. Die brauche ich.« »Hatten Sie? Warten Sie bitte hier. Ich werde mich erkundigen.« Die Aufzugtür schloss sich und der Wachmann verschwand. Victor setzte sich in den Wartebereich und blätterte in den ausliegenden Zeitschriften. Das waren aber nur langweilige Krankenhefte. Wäre da doch wenigstens etwas wie die Legende von Ares dabei gewesen. Die Geschichte mochte er. Der große König hieß wie er. Der Wachmann ließ ihn sehr lange warten. Zwischenzeitlich dachte er schon, er würde gar nicht mehr wiederkommen. Victor quälte sich den ganzen Vormittag durch Krankenhauszeitschriften, bis er dann zur Mittagszeit endlich wiederkam. Als er aus dem Aufzug kam und Victor die Olbi-Plastik-Einkaufstüte hinhielt, erschien ein Strahlen in Victors Gesicht und er bedankte sich. Der Wachmann wiederholte nur, »Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.«